Warnung: Starker Schlafentzug ist eine große Belastung für den Körper. Ich übernehme keine eventuellen Schäden und keine Haftung bei Nachahmung des Versuches. Hallo Freunde, heute starte ich das Experiment 24 Stunden ohne Schlaf. Jetzt mal nur Clickbait. Ich habe bisher noch nie, wirklich noch nie eine Nacht durchgemacht. Aber um das hier festzuhalten, werde ich heute mal versuchen, 24 Stunden wach zu bleiben. Und mal gucken, ob ich das durchhalte oder ob ich gegen meinen Willen doch noch einschlafe. Jedenfalls, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid's auch. Falls euch das Video gefällt, gebt dem Video ein Like und abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. So verpasst ihr kein neues Video mehr. Und wie man es jetzt auch schon sehen kann, wir haben es jetzt 11:49 Uhr und das Projekt kann jetzt anfangen. Das Experiment. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder, wenn das Projekt angefangen hat. Und ich würde sagen, bis später. Hallo Freunde. So, jetzt bin ich wieder zu Hause und wir haben es jetzt 18:10 Uhr. Also fast 7 Stunden, bevor ich. Also wir haben jetzt fast 7 Stunden, nachdem ich gesagt habe, dass es mit dem Experiment losgeht. Und ja, mir geht's bis jetzt gut. Also. Eins werde ich sagen, dass wir mal gucken, wie es mit mir nach einer Nacht ohne Schlaf dann geht. Und wir sehen uns so gegen 24 Uhr wieder. Bis dann. Hallo Freunde, da bin ich wieder. Wie man es auch schon erkennen kann, haben wir jetzt 24 Uhr und der nächste Tag bricht an. Ja, mir geht's bis jetzt immer noch gut. Ja, wie man auch schon erkennen kann, bisschen müde werde ich ja schon. Und deswegen werde ich, um mich ein bisschen wach zu halten, weil ohne diese Drinks hier schaffe ich das sicherlich nicht, werde ich mir jetzt einen Energy Drink gönnen. Auf ehrenhaft. Prost. Und wir sehen uns. Dann sehen wir uns so gegen 11:49 Uhr wieder. Und bis dahin, tschüss. Beziehungsweise wir sehen uns um 11:49 Uhr wieder, um euch von meinem Fazit zu erzählen. Und bis dahin, tschüss. Hallo Freunde. Sind die 24 Stunden endlich um. Jetzt ist endlich ein Tag um. Und das Tolle daran ist, das Experiment ist vorbei. Ja, das Ding ist also, mein Fazit zu dem Experiment ist, 24 Stunden ohne Schlaf, also quasi eine Nacht durchmachen, kann man ja mal machen, aber man sieht halt im Endeffekt dann halt richtig ermüdet aus, so wie ich. Also, deswegen sage ich euch ja, macht das bitte nicht nach. Also, falls euch das Experiment gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, falls ihr mehr solcher Experimente sehen wollt. Und abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. So verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und außerdem, ich werde das so machen mit den Schlafexperimenten, dass ich die dementsprechend, da ich ja Schule habe, halt in den Ferien mache. So damit es auch klappt. Und das nächste Mal in den Ferien, da kommt die Sache, beziehungsweise da kommt der 48 Stunden Schlafentzug. Das heißt, ich werde 48 Stunden lang nicht schlafen, beziehungsweise versuchen, nicht zu schlafen. Und ich bin gespannt, wie sich das auf meinen Körper auswirkt. Natürlich mit Verstärkung.
Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Experiment. Und bis dahin, tschüss.